Ja, SpongeBob im Zweiten Weltkrieg steht hier. Darauf soll ich reagieren? Ja, machen wir doch mal, ne? Das Gericht tritt zusammen. Den Vorsitz hat die ehrenwerte Richterin Stockfisch. Mr. Krabs, wo ist Ihr Rechtsbeistand? Was hat man bei einem Deutschen? Du hast den gestern mit einem Stock gefischt. Denk mal drüber nach. Mann. Ist der Kläger bereit für bei seinen... Bei zwei Deutschen ein Verein. Und bei dreien ein Krieg. Ich frage Sie mal was. Was war Hiroshima? War das nicht Ihr medizinisches Experiment? Hätte Amerika ebenso Bomben auf Deutschland geworfen wie auf Japan, nur um so viele Zivilisten zu töten wie möglich? Es gibt so manchmal so Videos, da glaubt man gar nicht, dass ich existiere. Also ich bin das erste Mal wirklich seit langem mal wieder sprachlos. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Alter, was gucke ich mir hier gerade an? Boah. Oh nee. Also heute nach dem Video, ne, ist erstmal wirklich genug Internet für die nächsten 3-4 Jahre. Warum du und welche Armee denn? Deutschland! Propaganda, das kann jeder. Ja! Ihre 8. Luftflotte hat meine schöne Luftwaffe vernichtet und... Das kann ich auch alles langsam nicht mehr meinen Psychiater erklären. Der glaubt mir das nicht, wenn ich ihn sage, doch, ich habe wirklich so ein Video im Internet gesehen. Wirklich, und ich habe mir das auch noch angeguckt. Der glaubt mir das nicht. Unsere Städte dem Erdboden gleich gemacht. Du wirst vielleicht mächtig überrascht sein. Nein! Achso, dann bist du nie überrascht. Wir haben den Krieg verloren, also wird man uns wohl erschießen. Trommelwirbel bitte. Nein! Die Krosselkrabbelpizza ist die Pizza super knusperig. Die Krosselkrabbelpizza ist die Pizza super knusperig. Krosselkrabbelpizza. Krabbelpizza. Ja, der Dubstep, SpongeBob, wer kennt ihn nie? Also, hier sind so viele Dinge. Das. Nee. Ich weiß nicht, wie ich das noch meinen Arzt hier erklären soll, ey. Ich verstehe, wieso es Väter gab, die gesagt haben, solange ich lebe, kommt kein Internet ins Haus. Das wäre echt schön gewesen, wenn das mein Stiefvater zu mir damals gesagt hätte. Der hätte mich vor einigen Sachen bewahrt. Und glaub mir, ein Internet sind Sachen, das glaubte gar nicht. Aber die existieren. Und du glaubst dann irgendwann immer, ob du existierst. Oder die Leute da, die dir sagen, die glauben noch nicht mal, dass die Erde rund ist. Die glauben bis heute noch, das ist eine Pizza im Ofen. Real Talk, ne? Wenn ich jetzt zu meinen Psychologen gehe, wie soll ich denen das Video erklären? Der glaubt doch, ich weiß nicht, ich habe eine Psychose, bei mir kickt's richtig und ich sollte ganz dringend mal in die Klapsmühle. Naja. Mit diesen Bildern lasse ich euch jetzt alleine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watch am Down. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.